ist hinterher, hintereinander, dann. Loa, die beste Formation für die besten Drafts. 3-4-2-1, Captain ist jetzt wichtig, der muss gut werden. Ja, Ronaldinho geht sogar ins linke Mittelfeld. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Sache, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und täglich einschalten, Leute. Ihr wisst es, jeden Tag neue Videos. Joa, McManaman ist nice. Vom Rating F fürs rechte Mittelfeld, sehr, sehr nice. Und ihr wisst es, Leute, am besten Glocke aktivieren, Leute. Ja, jeden Tag 13 neue Videos. Abonniert, aktiviert die Glocke, kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn die Videos online gehen, weil manchmal variieren die Upload-Zeiten, manchmal kommen auch zu anderen Zeiten, warum nicht Renal als Team of Gear, die Videos online. Deswegen am besten einfach Glocke aktivieren, so verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich danke euch. Und wie immer das Allerwichtigste, Leute, bleibt bis zum Schluss dran, denn je länger die Watchtime, je länger ihr das Video schaut, ist desto besser für mich, denn One Marty, desto besser werden die Videos angezeigt. So würdet ihr mich sehr unterstützen. Und das Allerwichtigste, lasst einen Kommentar da, Leute. Wäre sehr, sehr geil. Also schreibt jetzt gerne mal einen Kommentar. Digga, was geht denn jetzt ab? Denn je mehr Kommentare, desto besser werden meine Videos auch angezeigt. Ihr würdet mich sehr supporten. Also schreibt gerne rein, was ihr dieses Jahr so gezogen habt. Was war euer bester Spieler, den ihr dieses Jahr im, in FIFA gezogen habt? Ich bin mal gespannt. Schreibt unten rein. Und wenn ihr keine Packs zieht, 91er... Cristiano Ronaldo, wir hätten natürlich auch Larsson und Ronaldo gibt es noch als Team of the Year. Larsson ist halt nur 88 rated, aber ist ein Icon, bringt Chemie, obwohl wir eigentlich genug Stürmer hinterher wahrscheinlich kriegen sollten, aber komm, wir nehmen Larsson mit. Ja, wenn ihr keine Packs zieht, was gut ist, schreibt gerne rein, was ihr für einen Icon-Rekord im Draft hattet, das wollte ich sagen. Mein Rekord liegt bei 10 Icons. Ne? Mal schauen, ob das einer von euch toppen kann. Football Gaming macht das Unmögliche möglich. Schauen wir mal, ob einer von euch mehr als 10 Icons bislang schon im Draft bekommen hat. Mittlerweile haben wir 2 und 2 Team of Gears. Naja, Toyota ist wichtig. Komm, bitte gönn irgendwie Alisson am Main Event bekommen. Und lass einfach gut sein. Lass gut sein, Digga, Holy Silver. Ich fasse es nicht. Naja. Okay, pass auf, wir machen einen Mittelstürmer IV und dann noch einen Mittelstürmer hinterher. Ja, Messi können wir natürlich nicht mehr als 98er dann kriegen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mit Cantona. Ah, mit dem nächsten Icon. Messi, warten wir mal. Wir wollen den 97er. Den 97er Team of Gear. Innenverteidiger und danach der nächste Mittelstürmer. Oh, Kim Min-jae und Maldini. Let's go, sehr nice. Nächster Team of Gear wäre natürlich auch nice. Aber Maldini, nächster Icon und chemietechnisch ist das Ganze natürlich dann auch besser. Vierter Icon halt. 4 Icons, 2 Team of the Years, hier auch noch eine Icon, jawohl, sehr nice, Kräuf, ja, die Mittelstürmer sind eigentlich immer sichere Icons, 92er Bewertung nach der Startelf, obwohl wir halt einen 81er im Tor haben, ja, wenn wir da Alisson bekommen hätten, Leute, und wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten hier noch jemand anderen, Fabian Ruiz nicht, dann wären wir locker auf einer 94 nach der Startelf gewesen, das wäre ein neuer Rekord, auf einer 93 war ich schon, 94 noch nicht, also wir könnten hier mal wieder einen neuen Draft-Rekord rausballern, na, vielleicht... Ich wusste es immer, wenn diese Animation kommt, dann kommt immer nur eine normale Goldkarte. Ich verstehe nicht warum, aber 90er ist natürlich jetzt nicht verkehrt. Also von daher will ich mich nicht beschweren. Wir kommen allerdings, schade, nicht auf eine 93. Okay, die nächsten ein, zwei Positionen sind wichtig. Ja, die Maria rettet uns nochmal vom Rating her. Mit 88 geht das einigermaßen. Aber gut war das jetzt nicht. Wir packen erstmal hier rein. Will hier eigentlich Icons haben, Alter. Eigentlich die beiden Positionen sind immer die besten auf der Ersatzbank oder auf der Reservebank. Aber gut, bislang noch nicht. Okay, da haben wir die nächste Icon. Sehr nice. Eusebio, langsam haben wir wieder ein Problem, weil wir zu viele Stürmer-Icons haben. Ah, pass auf. Wir packen Eusebio erstmal hier oben rein. Ja gut, oh doch, wir kommen damit sogar auf den 93. Nice, Eusebio hat es also gerettet. Okay, viel bringt uns das jetzt natürlich nicht, aber ist okay. Wir brauchen noch... Ah ne, der hat hier auch unter 90. 3 Spieler über 90. Da haben wir ein volles 90er-Plus-Team. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Komm mal, nächster Icon oder Team of the Year. Ah, schade, dann ist Sané, Digga. Sané, City Sané, ey. Let's go, 85er. Nehmen wir mit. Ja, komm, was soll's. Besser wurde es ja hier auch nicht. City Sané, komm jetzt dafür eine Icon hinterher. Sané, bring uns doch mal eine Icon, meine Güte. Mach jetzt Kelia und Mertens natürlich wieder gar nichts. Ach, ja. Das ist natürlich... Also, die Reservebank war Katastrophe, wirklich. Die Reservebank absolut Katastrophe gewesen. Auswechselbank muss jetzt gut werden, also hoffe ich. Das sieht doch ganz gut aus. Cafu, aber der kann nicht Innenverteidiger spielen. Scheiße, Alter. Kacke, kann doch nicht rechts Mittelfeld spielen. Vom Ding her Chemie bringt er uns nicht. Aber gut, Rating ist natürlich besser, klar. Die Maria kommt erstmal aus. Na gut, auf den 94 werden wir jetzt nicht mehr kommen. Dafür war die Reservebank leider zu schwach vom Rating her. Es sei denn, jetzt kommen hier 3-4 Icons oder Team of Dies hinterher, hintereinander. Dann. Loa,
Let's go! Warum kommen wir wieder Ribéry und Hamm auf einmal? Eigentlich müssten wir Ribéry mitnehmen. Nee, wir haben Ronaldinho. ja, ganz vergessen. Hamm spielt natürlich auch wieder Stürmer, aber gut, 95er Hamm ist natürlich sehr, sehr nice. Ribéry hatte ich natürlich auch noch nicht. Aber wenn er natürlich Hamm ist, 95, gar keine Frage. Zack, pass auf, machen wir erstmal so. Dann kommt erstmal Larsson raus. Und dann kommen wir leider immer noch nicht auf eine 94. Schade. Schade. Warum ist Renard hier, Digga? Was hat er da gemacht? So, jetzt haben wir Renard wieder auf der Infanterieposition. Immer noch ein 93er Rating. Wir haben übrigens 3 Team of Deals jetzt durch Hamm und 6 Icons. 7 Icons. Larsson hier auch noch auf der Bank. Komm, und die nächste hinterher. Jawohl, 8 Icons. Es ist hier dann eine 86, Digga. Also das ist ja, das würde ich nicht als Icon betiteln. Wir haben noch De Bruyne. De Bruyne hat halt 91, ne? De Bruyne hat sogar auch mehr, aber Icon ist halt Icon. De Bruyne könnten wir als 96er kriegen, aber es kommen jetzt eh keine Mittelfeldspieler mehr. Von daher würde der jetzt nicht mehr kommen. Vom Ding her könnten wir De Bruyne mitnehmen fürs Rating, aber ich gehe auf die Icon. Der bringt sogar chemietechnisch sogar ein bisschen mehr hier. Aber naja, wir kommen eh nicht mehr auf volle Chemie. Wir sind übrigens immer noch auf einer 93er Bewertung. Na gut, auf eine 94, selbst wenn wir De Bruyne mitgenommen hätten, wären wir jetzt eh nicht mehr bekommen, weil jetzt hier am Ende wird es jetzt auch wahrscheinlich, genau, jetzt geht es auf 92 runter. Die letzten 3 Spieler werden halt immer broke. Meistens zumindest. Ja, meistens kommt dieser Mercado dann. Frimpong ist eigentlich auch immer dabei. Die letzten 2, Leute. Die letzten 2. Volta oder so noch eine Icon oder hier vielleicht mal was. Hier kommt selten eine Icon. Ist schon echt selten, wenn hier was kommt. Da, also die letzten 3 Spieler waren ja Katastrophe. Da hatten wir sogar 79er Spielerin. Naja, gut, so, kommt jetzt auch nicht mehr an. Ah, und der letzte wird euch. Also 5 Spieler jetzt hintereinander. 4 oder 5 Mal jetzt komplett los gewesen. Blade nehmen wir mit. Naja gut, wir sortieren nochmal ganz, ganz kurz die Bank, aber naja, das Team ist an sich nicht schlecht. Ich meine, wir haben Ham, wir haben Bonmati, wir haben Renard, wir haben wenigstens einiges an Icons hier am Start. 8 waren es jetzt, glaube ich, ne? 8 Icons waren es, oder? 7 in der Startelf, 9 Icons sogar. 9 Icons, das ist natürlich stabil. 9 Icons, nicht verkehrt. 9 Icons, 3 Team of the Year. Also an sich kein schlechtes Draft. 92er Rating übrigens. Hier wäre natürlich mehr möglich gewesen. Muss man ehrlich sein, aber gut. Wir machen nochmal kurz hier den Manager hinterher. Das war's dann auch, Leute. Von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kostet es abonnieren, den Glocke aktivieren. Täglich einschalten, am besten aktiviert ihr die Glocke. Es kommen jeden Tag um 13 Uhr neue Videos. Aber am besten Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn die Videos online gehen. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Und das Allerwichtigste, Kommentar da lassen, Leute. Ihr wisst es, je mehr Kommentare, desto besser für mich. Denn, ja, desto besser werden die Videos angezeigt. Also schreibt gerne in die Kommentare, was war euer bester Spieler, den ihr dieses Jahr gezogen habt. In FIFA 24. Oder schreibt rein, wenn ihr keine Packs seht, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Mein Rekord immer noch 10 Icons. Es wird schwer, aber irgendwann werden wir es toppen, Leute. Irgendwann. Schreibt mal gerne rein. Vielleicht habt ihr schon mehr als Full Draft Gaming am Start gehabt. Vielleicht hatte einer schon was Full Icon Draft mit 11. Schreibt gerne rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal rein. Und...